Eigentlich würde ich ja jetzt für das Video eine Kerze anmachen, aber Leute, ich sage euch eins, ich vertraue mir selbst nicht und ich habe immer Angst, dass mein Zimmer abbrennt, wenn ich eine Kerze anmache. Was ein bisschen kontraproduktiv für dieses Video ist, aber egal. Auf TikTok und Instagram Reels werden wir bombardiert mit Videos zum Thema Romantisierung vom Lernen und von der Schule. Und ganz ehrlich, ja, das Romantisieren von Lernen kann total viel bringen. Wir sollten uns wirklich nicht auf Motivation verlassen, weil Motivation niemals der Anfangspunkt sein kann. Mehr dazu habe ich euch auch schon mal in meinem Video spezifisch dazu erzählt, warum ich mich nicht auf Motivation verlasse und warum es auch kein guter Prozess ist, das zu tun. Aber heute geht es wirklich mal nur um das Lernen und da kann es auf jeden Fall schon für diese kurze Motivation helfen, deine Lernzeit schon ein bisschen zu romantisieren. Wie ich das Ganze mache, zeige ich dir heute mal. Wann lernt ihr am liebsten? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich persönlich lerne am liebsten am Morgen und generell im Dunkeln. Ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie eine Affinität dafür, dass ich gerne im Dunkeln lerne. Sei es jetzt eben morgens oder abends. Präferieren tue ich immer noch morgens, weil ich es immer so angenehm finde, wenn alle noch schlafen und ich weiß, oha, ich bin jetzt schon wach, ich bin jetzt schon produktiv und schaffe Dinge, verschwende aber irgendwie keine Zeit, weil die Zeit, die ich sonst nutzen würde, ja eigentlich tagsüber ist. Deswegen liebe ich es total, morgens zu lernen. Und ja, da ist es halt eben dunkel. Das heißt, was ich wirklich sehr gerne mache, ist Kerzen anzuzünden, aber auch nur, wenn ich im Raum bin. Wie ich schon im Intro gesagt habe, ich habe sehr Angst, dass ich mein Zimmer abfackel. Ich bin ein großer Fan davon, so verschiedene Lichtquellen zu haben. Man braucht auf jeden Fall für einen guten Arbeitsplatz ein gutes Licht, dass man alles sehen kann. Am besten ist natürlich immer noch das Tageslicht. Aber du kannst versuchen, mit Lichterketten und Kerzen noch so eine schöne Atmosphäre zu machen. Dann solltest du auf jeden Fall während einer Lernsession dein Handy weglegen, dass du nicht abgelenkt wirst oder auch andere digitale Endgeräte weglegen, ist immer ganz hilfreich, damit man eben nicht von den Benachrichtigungen abgelenkt wird. Trotzdem mag ich es sehr gerne, mir nebenbei noch Musik anzumachen. Und meine Lieblingsplaylisten sind entweder so Classic, also so klassische Musik, oder was ich auch gerne eingebe, sind irgendwelche Motivationsfiguren. Zum Beispiel Rory Gilmore kennt ihr ja eventuell. Oder andere Leute, die viel lernen oder gerne lernen. Weil dazu gibt es auf Spotify immer ganz viele Playlists von Leuten, die diese Person mögen und Playlists dazu erstellt haben. Dazu war es auch schon der nächste Punkt. Und zwar ist das, ein Vorbild zu finden, was dich motivieren kann. Wie gesagt, alle Punkte hier drin sind wirklich nur Motivationspunkte, die dir auf Kurzzeit helfen werden, weil sie externe Motivationsquellen sind. Natürlich ist das Wichtigste, eine interne Motivation zu finden, aber ich finde, dass so Dinge wie ein Vorbild zu haben, auf jeden Fall diesen kleinen Push geben kann, sich dann wirklich hinzusetzen oder wirklich anzufangen zu lernen. Dieses Vorbild kann zum Beispiel, wie ich gerade schon erwähnt habe, Rory Gilmore sein, weil sie eben ja gerne und viel lernt. Und wenn man so an sie denkt oder vielleicht TikToks über sie anguckt oder diese Musik, die man mit ihr verbindet, anhört, dann fühlt man auch so diesen Motivationsschub irgendwie, dass man denkt, so ja, sie motiviert mich jetzt, ich will so sein wie sie. Und ist dann vielleicht gleich ein bisschen motivierter. Vielen geht es ja auch so mit YouTubern. Ich habe auch einige Lieblings-YouTuber, die ich gerne gucke zur Motivation. Vielleicht bin ja sogar ich das bei einigen. Und dann könnt ihr meine Vlogs zum Beispiel angucken als Motivationsquelle, weil ich ja auch einige produktive Vlogs schon gefilmt habe. Ich kenne aber auch die Tage, wo man einfach nur liebsten im Bett bleiben würde und gar nicht erst anfangen möchte zu lernen. Das kenne ich sehr gut. Und da hilft es auch teilweise nicht, in seine Vorbilder zu denken oder irgendwas anderes zu machen, was ich hier erwähnt habe. Und was mir da total viel hilft, ist dann den einfachsten Schritt zu machen, den ich gehen kann. Das ist meistens für mich einfach nur mein Handy rauszuholen und da ein bisschen mir meine Sachen anzugucken. Was ich super gut finde an diesen Tagen ist zum Beispiel die App Quizlet. Kennt ihr bestimmt. Mit Quizlet kannst du ganz einfach Vokabeln lernen und das kannst du wirklich von jeder Location aus. Deswegen ist auch gerne zum Beispiel morgens im Bett mache oder abends vor dem Schlafen gehen oder so, wenn man halt immer darauf Zugriff hat, ohne dass man einen großen Schreibtisch aufbauen muss und alles hier fertig machen muss oder so, weil das ist halt immer schon eine große Hürde. Ich finde wirklich immer das Anfang ist das Komplizierteste und deswegen sollte man sich den Anfang so leicht wie möglich machen. Bei Quizlet kannst du sogar nicht nur Vokabeln lernen, sondern auch andere Dinge eingeben, die du dich abfragen möchtest. Ich bin ja ein super großer Fan von Active Recall, also von dem aktiven Lernen und das geht mit Karteikarten wirklich perfekt, zum Beispiel bei Quizlet. Du kannst dir entweder selbst Sets bei Quizlet erstellen oder du kannst auch nach Sets suchen bei Quizlet, weil es bei einigen Bereichen schon Leute gibt, die diese Sets erstellt haben, das heißt, du musst noch diesen Sets suchen und findest sie dann sofort zum Lernen. Es gibt verschiedene Funktionen, zum Beispiel gibt es die ganz normale Lernen-Funktion, wo dir erstmal alle Begriffe das erste Mal gezeigt werden und du sie dann so eben erstmal lernen kannst. Dann gibt es auch die Funktion, die ich auch wirklich liebe, ist dieses Zuordnen. Ich sage das zu meinem Memory, obwohl es eigentlich nicht Memory ist, aber das ist halt einfach dieses Zuordnen, dass du dann zum Beispiel beim Vokabeln lernen einfach das Deutsche und das Fremdwort matchen musst. Und ich sage euch, ich bin immer sehr kompetitiv und ich versuche immer,
die Erste zu sein. Man kann die Sets nämlich auch teilen mit Leuten und dann machen wir immer so eine Competition mit uns im Kurs, zum Beispiel in der Schule. Und ich möchte, also ich muss, ist keine Sache mehr von wollen, ich muss die Erste sein, weil ich da so kompetitiv bin und dann immer so bin, ja, ich muss die Beste in diesem Set sein. Ich habe auch noch einen Rabattcode für euch für Quizlet und zwar ist das LaraQuizlet20. Damit spart ihr 20% auf euer Quizlet Plus Abo. Benutzt ihn gerne, damit ihr noch mit Quizlet Plus weitere Funktionen freischalten könnt in der App. Ist wirklich super. Was auch helfen kann, sind so kleine Sprüche zur Motivation. Letztens war ein Freund von mir hier, wo wir zusammen gelernt haben. Er hat mich darauf hingewiesen, dass er den Spruch, den ich hier stehen habe, richtig cool findet. Und zwar ist das dieser Spruch hier, Studying sucks less than failing, wo es eben darum geht, dass das Lernen eigentlich, auch wenn es vielleicht in dem Moment blöd und anstrengend wirkt, es nicht so blöd ist, wie dann durchzufallen bzw. eine schlechte Note zu haben. Das finde ich, ist ein bisschen motivierend, ein bisschen sehr. Und genau solche Sprüche oder vielleicht auch Bilder können dich auf jeden Fall auch motivieren zum Lernen. Dann, selbstverständlich, brauchen wir was zu trinken. Auf TikTok sehe ich ganz oft so schöne Getränke wie zum Beispiel Tee oder Kaffee. Ich würde euch Kaffee nicht am Abend empfehlen. Eigentlich würde ich Kaffee generell nicht empfehlen. Ich trinke auch gar keinen Koffein. Aber was ich gerne mache, ist zum Beispiel Tee oder andere gute Säfte. Ich glaube, womit die ganzen Study-Talks, Study-YouTube-Leute ein bisschen übertreiben, sind immer schöne Schreibwaren. Dass man immer so das Gefühl hat, man müsste 1000 schöne Pastell-Highlighter haben und diese ganzen Stifte von, wie heißen sie jetzt? Diese Stifte von, diese Midliner. Von, falls ihr seid, die Content konsumiert, dann wisst ihr, was ich meine, diese ganzen Stifte halt. Und die Sache ist, ihr braucht das nicht. Ihr könnt es aber haben, falls es euch wirklich motiviert und falls es euch mehr Spaß macht zu lernen, dann habt es gerne. Aber nochmal hier der Appell an alle, ihr braucht es halt wirklich nicht. Und ihr braucht auch keine Dinge hier in diesem Video. Letztendlich kommt es darauf an, dass ihr eine interne Motivation habt und lernen wollt und nicht auf die Snacks oder Schreibwaren oder so. Das ist immer ganz wichtig zu sagen, weil ich finde immer, dass das auf Social Media so ein falsches Bild oder ein, nicht falsch, aber ein verzerrtes Bild vielleicht suggeriert wird, was bestimmte Dinge intensiviert, die eigentlich nicht so ausschlaggebend sind in Realität. Ja. Was aber jetzt wirklich sehr wichtig ist, sind comfy und gemütliche Klamotten. Das Ding ist halt, bei meinen Videos bin ich immer obenrum schick gemacht, wie man sehen kann. Aber Leute, meine Hose, ich habe einfach so eine Jogginghose an, ne? Und meine Socken stimmt. Ich habe auch noch so Weihnachtssocken an, Leute, einfach. Das ist aber auch beim Lernen immer so, weil ich einfach eine gemütliche Atmosphäre haben möchte, damit ich mich wohlfühle und mich gut konzentrieren kann und nicht irgendwie denke so, oha, meine Hose ist gerade viel zu eng und ich kann mich gar nicht konzentrieren. Falls ihr eine Pause macht, könnt ihr ja zum Beispiel in der Pause auch Journaling betreiben. Das heißt einfach so ein bisschen Tagebuch schreiben, Gedanken aufschreiben, vielleicht die Woche planen und so ein bisschen reflektieren. Das finde ich doch immer sehr ästhetisch, aber auch wirklich hilfreich. Die nächste Sache ist eine Sache, die ich persönlich sehr gerne benutze und mache, aber ich finde, dass sie zu wenig embraced wird, auch in der Study-Szene irgendwie. Ich weiß nicht warum, ich bin nicht so das Gefühl, die Einzige, die das immer macht, aber worüber ich rede, sind Study-Dates. Ich liebe Study-Dates und ich rede darüber auch voll oft in Videos oder in TikToks oder so, aber trotzdem ist es noch kein richtiges Ding geworden. Voll schade. Auf jeden Fall sind Study Dates halt einfach Treffen mit Leuten, wo ihr entweder zusammen lernt, das heißt euch Dinge gegenseitig erklärt irgendwie, oder einfach nur zusammen sitzt und co-worked und einfach euch gegenseitig diese Accountability gibt und ja, diese Study und konzentrierte Atmosphäre einfach ermöglicht. Ich liebe es einfach. Ich liebe es und ich lerne immer mit Leuten, also nicht immer, aber sehr oft mit Leuten zusammen, weil ich zum einen die Motivation wirklich daher bekomme, dass Leute neben mir sitzen und ich merke, sie lernen, also muss ich jetzt irgendwie auch lernen. Da kann man so ein bisschen den Peer Pressure für sich nutzen, aber andererseits halt eben auch, weil man sich Dinge erklären kann. Das Wichtigste beim Verständnis für eine Aufgabe, für ein Thema, ist das Erklären. Weil wenn man eine Sache nicht erklären kann, hat man sie nicht verstanden. Und das Dinge erklären oder Dinge erklärt zu bekommen, finde ich super hilfreich für beide Parteien, weswegen ich einfach Study Dates nur empfehlen kann. Wenn man sich nicht ablenkt, dazu habe ich auch einige Beispiele auf jeden Fall. Sehr wichtig für den Menschen ist. Und ich denke, dass diese höhere Macht nicht eingreift, weil generell ist aber die Study Community auch eine super tolle Community, die sich viel Motivation gegenseitig gibt. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr, auch ein Part von deiner persönlichen Lern- und Study-Reise zu sein. Und deswegen vielen Dank, dass du hier bist und hier warst für dieses Video. Ich hoffe, dass es dir gefallen hat. Vergiss nicht, auch bei Quizlet vorbeizugucken, falls es dich interessiert. Und ich würde mich sehr freuen, dich hier bald mal wiederzusehen. Also habt noch einen wunderschönen Tag und bis dann. Tschüss!